Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Eurotruck Simulator. Na komm. Danke. Level 16 sind wir schon, Alter. Level 16, ja! Ich weiß nicht, als ich privat gespielt habe, da habe ich die Kilometer viel schneller gescheffelt. Da bin ich schon Level 37 oder so. Da bin ich schon viel weiter. Und so viel habe ich privat gar nicht gespielt. Das war vielleicht ein, zwei Tage durchgespielt. Ja. Also, ich meine, gut, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt hier schon gemacht habe mit Euro Truck Simulator. Wie Lass viele uns loslegen. Stunden Spielzeit das wären. Hä? Nein, das war falsch. So, bitte. Danke. Kann man das irgendwo sehen? Lalala, Volvo, Container, Ronix. Nee, die Spielzeit kann man hier nicht sehen. Doch, da oben. Nee, also, ist die aktuelle Zeit. Ja, nee, also, schade eigentlich. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So. Das habe ich dumm gemacht, dass man das jedes Mal erstens das aktivieren muss und dann auch noch das aktivieren muss. Dass er sich das halt nicht behält. Ja. Könnte man nur super leicht implementieren. Dass einfach im Safe Game auch der Status des Metaplayers gespeichert wird. Und wenn er gespielt hat beim Speichern, und man dann den Spielstand lädt, dass er dann auch einfach. Das sind dann auch einfach die Metaplayer wieder mit startet, an der Position, wo er war. Zur Not noch. Oder einfach so wieder startet. Hier gehen natürlich alle schön zusammen. So, der bremst aber, das war sehr gut für uns. Ein bisschen gerammt haben wir ihn, hat aber keiner gesehen. Ich auch nicht. Weil ich den Sinn noch nicht ganz verstehe. Guck mal, wir sind gerade bei einer Brücke reingefahren und auf der Seite sind auf einmal zwei, oder? Ah, nee, da war es bei der anderen Stelle. Okay. Nee, weil bei irgendeiner anderen Stelle, da war es so, dass man auf der einen Seite bei einem Tunnel reinfährt und auf der anderen Seite sind dann auf einmal zwei Tunnel. Was halt relativ wenig Sinn macht. Das ist aber auch ein cooler Tunnel. Ah, schon wieder Mautstelle, war ja klar. Ach, er hätte ich einfach durchrasen können. Na gut. Weiß man vorher leider mal nicht. Ich kann uns natürlich auch einfach auf Risikogeschwindigkeit halten. Aber da weiß ich nicht, ob denn, wenn ich es erkenne, denn der Bremsweg noch ausreicht. Da gerade eben sieht es zum Beispiel nicht so aus. Ja, das heißt, wenn da wirklich eine Schranke gewesen wäre und ich durchgebrettert wäre, hätte ich das erst viel zu spät erkannt.
Bitte keine Autos nebeneinander. Wow, 150, Alter. Warum so schnell auf einmal? Ich habe gerade sogar gehört, wie viel der Motor extrem hochtourig wurde. Vorne für ein Ding. Ist das so eine Wasserbrücke oder? Oh, das ist eine normale Brücke. Okay. Sah aus wie so eine Brücke mit so einer Verstrebung, die sich so, wo sich die Brücke halt so anheben kann, damit da große Schiffe drunter durchfahren können. Also wir haben in der letzten Folge knapp 800 Kilometer geschafft. Dann sagen wir mal so 700, 600 bis 700. Und jetzt in zwei Folgen müssen wir noch etwas über 1000 Kilometer schaffen. Klingt machbar, oder? Dann haben wir das nächste Mal, wenn wir Let's Play aufnehmen, richtig schön viel Schotter. Vielleicht rappelt es auch so weit mit den XPs, dass wir dann noch ordentlich XP, also direkt nächstes Level haben. Und dann, yeah, können wir richtig schön endlich mal ein bisschen Geld ausgeben hier. Ich meine, für das neue Fahrwerk, was da 80.000 kostet, weiß ich nicht, ob ich das mir denn direkt kaufen würde. Das müssen wir ja gucken, wenn es soweit ist. Ich meine, egal was ich mir jetzt vornehme, bis zum nächsten Mal hätte ich es eh vergessen, ne, von daher. Es wird sich, wenn man auf dem Panstreifen fährt, jetzt hier so. Jetzt. Hast du keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Das heißt, jetzt darf ich so schnell fahren, wie ich möchte, ne? Ja, ein bisschen witzig. Ich glaube, ich sollte hier nicht auf dem Panstreifen fahren, auf einer kompletten Ausfahrt. Okay. Nicht, dass ich das Glück habe, dass der LKW gerade nach rechts ziehen möchte. Oh, Alter, in dem Gebiet hier waren wir ja noch nie, ne? Sieht aber auch sehr schön aus. Hallo, Polizei. Und, haben Sie heute schon etwas Verdächtiges gesehen? Tschüss. geil. Kann ich da vorne überholen? Nee, ne? Doch, kann ich. Sehr schön. Manche Brücken sind ja leider nur zweispurig. Also, Alter, der hat ja richtig breiten Pannstreifen hier. Was denn los? Weißt du, normalerweise sind Brücken ja immer nur so, dass da gar kein Pannstreifen mehr drin ist. Und bei der hier, da war ja der Pannstreifen fast so breit wie die gesamte restliche Straße. Lol. So bitte jede Brücke. Das würde auch manchen Leuten mit Klaustrophobie. Klaustrophobie helfen. Wenn da mal ein bisschen mehr Platz drin wäre. Vor allen Dingen wäre es halt auch immer schon gleich eine schöne Rettungsgasse. Was man da, wenn die Brücke gerade mal so breit ist, der Tunnel gerade mal so breit ist wie die Fahrspuren selber, dann hast du da auch Probleme mit dem Platz machen, wenn er mal Rettungswagen durch will.
hast du, wenn du da so einen Stau hast und dann links und rechts zwei LKWs nebeneinander stehen, in so einem Tunnel, das war's dann mit der Rettungskasse. Da kommst du nicht mehr wirklich weiter. Und ob denn die Autos davor oder dahinter so viel Platz machen können, dass dann der eine LKW nach vorne oder nach hinten ausweichen kann? Das ist dann die nächste Frage. Ich schaue hier innen lang. Das Außen sah gerade ein bisschen gefährlich aus. Keine Ahnung, ob ich die Spur hätte halten können. Liebe Maus, bitte mach genau das, was du sollst. Oder vielmehr liebe rechte Hand. Die Maus folgt ja einfach nur. Wieso fahre ich eigentlich ohne Tempomat? So. Das war gerade eine Neigung, Alter. Schönes Ding. Oh, diese Gegenden hier. Das sieht ja so geil aus. So, wir müssen ja noch bald mal irgendwann schlafen in 5 Stunden. Wir haben nur 20 Stunden Reserve. Haben wir gut Zeit wettgemacht, ne? Lass ich jetzt gleich mal so offen. Oh, wobei, lieber. Bei der Geschwindigkeit ein etwas größeres Navi zu haben, kann nicht schaden. Oh. Hätte ich jetzt so zu stark bremsen müssen. Hatte ich gerade echt keinen Bock drauf. Von daher, YOLO. Mach ich ja normalerweise nicht, ne? Aber wenn wir eh schon gerade dabei sind, alle Regeln zu brechen, können wir auch das machen. Guck mal, wo kommt der LKW eigentlich her, ne? Der muss ja auch die Regeln gebrochen haben. Und der LKW, der davor fährt, ist ein Fahrzeug. Ja? Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Die haben also auch die Regeln gebrochen. Ja? So richtig schön dieses What About This machen hier. Oder What About This? T. Ja? Wenn die anderen dürfen, darf ich das auch. Oh, Feierabend. Hey, man merkt aber richtig schon, ne, weil wir jetzt die ganze Zeit so schnell fahren, dass wir auch einen Spritverbrauch haben, der sich echt sehen lassen kann. Und schon mehr als halb leer. Das heißt, wenn wir irgendwann pennen gehen, müssen wir auch definitiv Sprit tanken gehen. Weil die Anzeige im Cockpit mit den 1200 Kilometern ist definitiv nicht wahrheitsgemäß. Nicht bei der Geschwindigkeit. Keine Ahnung, nach was er sich da eigentlich richtet. Kann ich das eigentlich, wenn ich das so resetten? Was ist überhaupt? Nee, ist das falsche? Das war das hier. Genau, hier sehe ich den Spritverbrauch. 58 Liter auf 100 Kilometer. Das musst du erstmal schaffen. Na, die Frage ist, wenn er das doch hat, warum funktioniert, also warum benutzt er denn nicht dieses Maß automatisch, um das zu berechnen? Wäre doch viel cleverer, einfach den Spritverbrauch
den man in diesem anderen Modus da hat, als Berechnungsgrundlage für den Wert, der jetzt angezeigt wird, zu benutzen. Weil das von 1000 Kilometer schaffen, ist ein Witz. Das funktioniert definitiv nicht. Das würden wir nur schaffen, wenn wir uns auch die 80 km/h Grenze halten. Und auch nur, wenn wir auf der Autobahn fahren. Also keine Stop-and-Goes und keine Bergaufstrecken und sowas alles, ne? Also keine allzu großen. Boah, Alter, geht richtig bergab, Alter. Wuhuhu. Da kommt Freude auf. Leider kann der LKW nicht weiter beschleunigen, weil einfach der Drehzahlbereich vorbei ist. Ne? Egal wie bergab es an der Stelle geht. Im Zweifelsfall würde der Motor sogar noch bremsen. Ja? Wenn ich den Gang rausnehmen würde, dann könnte ich vielleicht sogar noch schneller runterrollen. Aber mit Antreiben ist auf jeden Fall nichts. Und solange wie der Motor eingekoppelt ist, bremst dann halt der Motor runter. Ich meine jetzt vielleicht nicht direkt auf 150, ne? Aber ich glaube, man wäre jetzt 170 erreichen wir definitiv nicht mit einem gekoppelten Motor. Boah, Alter, ist hier richtig Rennstrecke, hier richtig schön Neigekurve bergab, Alter. Das macht Laune. Aber ich glaube, bei der nächsten Raststätte sollten wir mal reinfahren, ne? Denn damals war das Problem, dass wir dann nachts fahren, weil wenn wir jetzt schlafen gehen, dann ist es 20 Uhr, also dunkel. Und da sollten wir vielleicht noch versuchen, das möglichst weit rauszuzögern. Also tanken gehen ja, aber noch nicht schlafen gehen. Ich frage mich auch echt, ob es irgendwann so ein Euro Truck Simulator 3 geben wird. Ha? Wo dann einfach wirklich die Engine auch ein bisschen mehr die modernen Systeme ausreizen kann. Ne, weil gerade wenn man jetzt so unter Brücken durchfährt, wo ein Schatten existiert, dann hat man ja in den Rückspiegeln gar keinen Schatten, sondern einfach der gesamte Rückspiegel wird dunkler. Also die gesamte Welt innerhalb des Rückspiegels wird dunkler. Klingt auch total dämlich. Ja, und das ist halt natürlich eigentlich schon echt schade. Und auch so, dass man sonst keine Schatten im Rückspiegel hat. Also so von Gegenständen und Autos und alles. Wobei, ich weiß gar nicht, von Autos haben wir da Schatten? Nee, selbst Autos haben keinen Schatten im Rückspiegel. Ja, siehst du, deswegen also. Das geht definitiv besser. Zumindest als optionales Feature, wenn man schon mal einen leistungsstarken Rechner hat. Ah, ich bleib mal hier auf dem Pannstreifen. Die Autos sind mir ein bisschen zu sehr im toten Schatten, im toten Winkel. Was ist denn da jetzt? Ach, da. Whoa. Alter, fahr nicht auf meine Spur. Weg da. Los, abdrängen. Yay, geschafft. Whoa. Jetzt kann ich mal hier wieder bis nach links ziehen. Ich will hier nicht ewig auf dem Pannstreifen fahren. Hätte gerade eben sowieso nicht geklappt. Weil die da alle nach rechts abgebogen sind. Ja, 500 Kilometer. Haben wir ja fast noch in der Folge jetzt. Lol. Na gut, erstmal gucken, ob die Strecke so schön bleibt oder ob wir später wieder Landstraßen zu fahren müssen, wo wir dann offensichtlich nicht so rumspeeden können.
Siehst du, wir fahren gerade in Deutschland, ne? Mal gucken, was sagen die Schilder? Rastorf, kann ich gerade nicht so genau lesen. Wow. Hamburg! Hört doch! Wir sind schon in Berlin. Deutschland. Achso, ich kann einfach mal so gucken hier, ne? Ja, da sieht mir sehr deutsch aus. Da ist Berlin. Da ist Hamburg. Und wir fahren. Siehst du, was mir gerade so auffällt? Ich weiß gerade gar nicht, wo ist eigentlich Sylt? Die müsste doch irgendwo so ein kleiner Inselstaat sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie Sylt überhaupt aussieht, wo Sylt überhaupt liegt. Ich weiß nur, dass wir auf der Klassenfahrt mal bei Sylt waren. Und das war hier oberhalb von Deutschland irgendwo. Aber ich sehe halt kein Sylt. Weil Sylt war doch eine Insel, die so quer lag. Wurde Sylt abgeschafft? Gibt es Sylt gar nicht mehr? Nani? Na gut, muss ich mal bei Google Maps mal gucken. Wie gesagt, Geografie habe ich absolut keinen Plan von, ja. Also Geografie und Geschichte, nope. Frag mich was anderes. Okay, wird wieder alles ein bisschen enger. Aber zum Glück bleiben alle auf der rechten Spur. Da haben wir die linke Spur für uns. Sehr löblich. Ah, mittlerweile müssen wir echt schlafen gehen, die fast, ne? Obwohl, ne, ein bisschen haben wir noch. Ich frage mich, wie man sowas auf YouTube noch erkennt. Ob man dieses Bettsymbol in YouTube überhaupt noch ordentlich erkennen kann. Weil du hast ja blau auf grau. Also sehr wenig Kontrast. Das denn bei YouTube, nach der YouTube-Komprimierung? Keine Ahnung, ob man das Symbol überhaupt noch ablesen kann. ...120 darf man hier fahren. Guck mal, wie schnell die ganzen Autos hier fahren. Die fahren nie im Leben nur 120. Kannst du vergessen. Die fahren mindestens 130, wenn nicht sogar 135, 140. Irgendwie so in dem Dreh. Oh, schöne Brücke hier, schöne Gegend. Wow, wo kommen wir denn hier an? Ach, wer die komische Brücke. Die absolut keinen Sinn ergibt. Nö. Nee, ich hab's kaputt gemacht. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Sag ich doch, ist kein Problem. Wow. Alter, wie der Motor voll im roten Bereich hängt. Vor allem gerade, wie der Motor fast im roten Bereich ist und immer noch Antriebskraft erzeugt kann. Einfach so, wie als wenn nichts wäre. Ja, nicht wie als wenn nichts wäre. Ja, der 500 PS Motor, der struggelt schon ganz schön. Aber wenn wir später den 750 PS Motor haben, der gibt halt auch noch im roten Bereich Gas, als wenn es einfach nichts wäre. Also, ist schon echt krank.
Also, der wird schon wieder nach rechts ziehen. Oder der ist sogar nach rechts gezogen. Noch 240 Kilometer. Das schaffen wir halt wirklich noch in der Folge. Wow. Ich sollte halt nicht auf mein OBS-Fenster gucken, wenn ich hier gerade um die Kurve fahre mit 150 km/h. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, nächstes Stauende, ich komme. Ne? Genauso. Ah, da vorne kommt eine engere Kurve. Nee, wobei, nee, so. Nee. Weit im grünen Bereich. Aber schöne Brücke da oben. The fuck? Wie geil, bitte. Das ist nicht mal eine Aussicht hier. Das ist ja nicht mal ein Lied. Was ist das für ein Lied? Okay, 55 muss ich mir merken. Da muss ich dann nachher mal nachgucken, welcher Song das ist. Weil im Song drin stehen immer noch diese. Wie heißt das bei OGG? Also das, was bei MP3 dieser ID3-Tag wäre, gibt es ja auch bei OGG. Glaube. Das heißt, der Originaltitel der Datei müsste noch im OGG-File drin sein. Müssen wir gucken, wie der Titel heißt. Das Lied klingt geil. Vor allem auch ein cooler Text, cooler Song, gute Lyrics. Der Inhalt. Alter, noch 150 Kilometer, wir schaffen das Lock. Wir müssen nicht mal schlafen gehen. Hoffe ich. Boah, Alter, ich hab genau im Spiel schön bei OBS drauf gucken, während hier eine Kurve kommt. Klaro, Ronny. Ich hoffe mal nicht schlafen zu gehen, stellt sich nicht als Fehler heraus. Nur 120 Kilometer. Tja, aber das heißt, wir hätten die Folge, also die Strecke auch so in zwei Folgen geschafft, ne? Weil wir sind weniger als doppelt so schnell. Also, weniger als doppelt so schnell als 80 km/h. Klingt total bescheuert. Das heißt, wir hätten das sogar echt in zwei Folgen schaffen können. Mit normal fahren. Lol. Tja, mittlerweile ist unser Bett rot. Obwohl wir noch eine Stunde haben. Wow. Das heißt, in einer halben Stunde fängt es wieder an dunkel zu werden, also unser Sichtdingsmuster dunkel zu werden. Dann werden wir wieder geistig umnachtet. Wow, was war das gerade? Bremst denn der hier so extrem? Achso, weil er abbiegen wollte. Ah, da vorne wieder eine schöne Brücke.
Ah, die machen auch alle Platz. Sehr lieb. Noch 50 Kilometer. Was macht der denn da? Ist der denn bekloppt? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Leider spürt man die Seitenkräfte nicht, ne? Es wäre so geil, wenn es so ein, wenn man sich so einfach mal so in so ein Haus einen Simulator bauen könnte. Nicht nur einer, der so auf so Hydraulikstelzen steht und das nach vorne, links und rechts und so spürt. Ja, aber ist das ja schon fast, ne? Sondern wirklich so, wo man dann wirklich diese G-Kräfte spürt die ganze Zeit. Das wäre halt schon geil. Oh, da vorne ist schon unser Ziel, ne? Ja, krass. Bitte rechts halten. Du ja. Die Ausfahrt rechts. Aua. Hätte ich mal doch durchgebremst. Das Problem ist, wenn du die Bremse loslässt und dann direkt wieder drückst, der fängt ja nicht sofort wieder an zu bremsen, sondern ja, bremst ihn erst später. Wenigstens hat die Fracht keinen Schaden bekommen. Das ist das Wichtigste. Demnächst rechts abbiegen. Ist denn, wie ist das überhaupt? Zustand überhaupt? Ja, eben, das meiste sind die Reifen. Okay, der Aufsteiger, der hat sich ganz schön gerade verletzt, weil der quasi nach außen gedrückt wurde. Aber dem LKW geht es tatsächlich gut, sind plus die Reifen, die das meiste. Naja, bei 1800 Kilometer, ne? Ist schon ganz so ein schönes Stücke. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange echte Reifen halten tun normalerweise. Vor allen Dingen, weil es ja auch auf die Geschwindigkeit ankommt. Oder besser gesagt, auf die Belastung, die Reifen ausgesetzt sind. Und die nehmen mit höherer Geschwindigkeit zu. Erstens, weil sie dort mehr geknautscht und geknetet werden, weil sie, ne, wenn die Reifen unten sind, dann werden sie ja gedrückt, weil der LKW auf den drückt. Und wenn sie oben sind, dann werden sie aber durch die Fliehkräfte nach außen gezogen. Und je schneller du fährst, desto höher werden die Fliehkräfte. Das heißt, die Differenz zwischen Ziehen und Drücken ist höher, wodurch sie mehr geknautscht werden. Mehr geknetet werden, nennt ihr es wollt. Und zum anderen hast du natürlich auch noch das Problem, dass du halt in den Kurven hast du halt mehr G-Kräfte. Das heißt, die Reifen müssen halt mehr gegendrücken. Und man sieht ja so schon bei LKWs, wie sich die Reifen teilweise so richtig so wie ein Trapez verändern, wenn du um die Kurve fährst. Und dieser Trapezverzerrung wird natürlich auch je stärker, desto schneller du fährst. Also je mehr G-Kräfte anliegen. Und die erhöhen sich halt, wenn du schneller fährst. Das heißt, auch da werden die Reifen mehr geknautscht. Und das ist dann natürlich schon wesentlich höherer Abnutzung, als wenn du jetzt mit 50 durch die Stadt fährst. Ne? So. Ausgezeichnet, da sag ich doch, unser Fahrstil ist auch immer ausgezeichnet. Ja, 70.000. Oh, was? Hat nicht für ein ganzes Level gereicht? Ich dachte, das hätte locker für ein ganzes Level gereicht. Das ist ja traurig. Da war so schön viel Geld und könnte sich mal aufgeben. Das ist sehr traurig. Gut, ich speichere nochmal hier. Bam. So. Gutchen. Dann bis zur nächsten Folge, in der wir auch wieder normal fahren werden. Wahrscheinlich. Wobei ich mir auch keine so lange Strecke raussuchen werde, weil jetzt für eine Folge dann nochmal eine ewig lange Strecke rauszusuchen, kein Bock. Und jetzt die Strecke anzufangen und dann 14 Tage später den Weather zu machen mit der Strecke, jetzt aus meiner Sicht, ist halt auch blöd. Von daher, ja, na gut, bis zur nächsten Folge.